ist der nächste große Pain Trade, der Schmerzenstrade, fallende KI-Aktien, fallende Tech-Aktien, nachdem ja die allermeisten Aktien diese Rallye, die wir seit Monaten sehen, nicht mitgemacht haben, aber die Indizes dennoch Allzeithochs erreicht haben, weil eben die Tech-Schwergewichte das Ganze mit nach oben gezogen haben, während die Marktbreite so miserabel ist wie seit der Finanzkrise, also die meisten Aktien eben da überhaupt nicht mitmachen bei dieser ganzen Rallye-Euphorie. Und das Spiel könnte sich jetzt umkehren, so sagt die Bank of America heute. Und wir hatten heute ja die Inflationszahlen und wir sehen aufgrund dieser Inflationszahlen fallende Renditen. Wir sehen aber gleichzeitig, dass der Nasdaq der schwächste Index ist, ungewöhnlich eigentlich. Normal sind die schon relativiert, fallende Renditen meistens gut für den Nasdaq, für Tech-Aktien und umgekehrt. Wir schauen uns das Setup vor dem Wochenende mal an, meine Damen und Herren. Wir hatten hier diese Inflations-PCE-Daten aus April, ist schon ein bisschen kalter Kaffee, weil schon ein bisschen lange her. However, wir sehen 0,2 und 2,8 in der Kernrate und 0,3 und 2,7 in der normalen Headline-Zahl. Diese 0,2% in der Kernrate sind der bisher niedrigste Wert des Jahres. Hurra, könnte man sagen. Und die Märkte waren auch erstmal enthusiasmiert, sind gestiegen. Aber so die letzte Überzeugung hat ein bisschen gefehlt. So war mein Eindruck. Schauen wir uns mal die Erwartungen im Vorfeld der Zahlen an. Dann sehen wir Headline. 0,26 Medianerwartung. Wir waren also bei 0,3, also schon eher am oberen Ende der Erwartung. Und Core war die Medianerwartung 0,24. Wir haben ja jetzt 0,2 bekommen. Also man könnte sagen, naja, das ist ja eher sogar ein Ticken tiefer. Aber die Zahl lautete exakt 0,249. Wäre da sozusagen noch eine 0,001 mehr draufgekommen, hätte man die Zahl aufrunden müssen auf 0,3. Und dann wäre das dann schon wieder eher ein bisschen, wie soll man sagen, am oberen Ende. However, wir sehen eines, dass die PCE-Inflation jetzt den vierten Monat in Folge wieder über dem Kurs oder dem Inflationsziel der Fed ist, das ja bekanntlich bei 2% liegt. Aber wir sehen eine gewisse Abschwächung vom ersten Quartal, das ja in Sachen Inflation extrem auf der Oberseite überrascht hat. Aber einer der entscheidenden Punkte ist, dass die Portfolio-Fees hier ein maßgeblicher Treiber sind, also die Gebühren für Aktien. Portfolios, und das liegt daran, dass wenn die Aktienmärkte steigen und die Portfolios damit werthaltiger werden auf dem Papier, dann auch höhere Gebührenanzahl anfallen, weil die prozentual eben vom Depot erhoben werden. Das ist also sozusagen der durchaus, wie soll man sagen, aberwitzige Zusammenhang zwischen steigenden Aktienmärkten und Inflation. Das heißt, wenn die Fed die Inflation runterkriegen will, dann muss sie die Aktienmärkte runterprügeln, könnte man meinen. Hier sehen wir übrigens mal eine interessante Divergenz zwischen dieser Supercore Inflation einerseits bei CPI, also bei den normalen Verbraucherpreisen, und andererseits bei diesen PCE, diesen Personal Consumption Expenditure Verbraucherpreisen. Ich hatte die Unterscheidung schon öfter erklärt. However, wir sehen, dass hier die Supercore deutlich nach oben geht bei CPI, allerdings nicht bei PCE. Supercore ist ja die Kerninflation im Dienstleistungsbereich ohne den Bereich Housing, also alles, was sozusagen mit Miete und so weiter zusammenhängt. Also hier sehen wir eine merkwürdige Divergenz, wollte ich nur mal zeigen. Aber was vielleicht wichtiger ist, dass die Daten zu den persönlichen Einkommen und vor allem die persönlichen Ausgaben doch eher schwach ausgefallen sind. Persönliche Ausgaben nur plus 0,2%, zeigt, dass der Konsument offenkundig nicht mehr so stark ist. Und wenn wir das Ganze mal Inflation bereinigt sehen, also als Real Personal Spending klassifizieren, inflationsbereinigt also, dann sehen wir, die wären zurückgegangen. Negativ jetzt in diesem Monat, und Capital Econ sagt, das ist sozusagen das, was für uns eigentlich das Wichtigste ist an dieser Zahl. Nachdem die Daten ja weitgehend inline waren, kann man sagen, der Konsument wird schwächer, die Wirtschaft wird damit schwächer. Und das liegt eben daran, dass jetzt erstens die Geschenke und die Ersparnisse so langsam aufgebraucht sind aus der Corona-Zeit, und zweitens entfalten eben die Zinsen ihre Wirkung so langsam, die fressen sich durch das
System. Hier hatte ich heute Morgen schon gezeigt, dass jetzt das nominale BIP-Wachstum zum Vorjahr sogar unter den Fed-Zinsen liegt. Also das ist etwas, was meistens kurz vor Rezessionen aufgetreten ist, wie dieser Chart hier deutlich zeigt. Und wenn wir uns heute mal den Chicago Einkaufsmanager Index anschauen, der um 3:45 veröffentlicht wurde, dann ist hier ein Wert von 35,4. Eigentlich erwartet 41,5, zuletzt waren wir bei 37,9, das ist jetzt der niedrigste Wert seit Corona. Und Corona war ja alles dicht, alles unter 50 ist Schrumpfung. Und wir schrumpfen, wie Sie rechts hier sehen, seit Monaten geht es immer weiter bergab. Jetzt sagt Jerome Blockland, naja, jetzt wartet mal ab auf die Arbeitsmarktdaten, die ja Ende nächster Woche kommen, also genau am nächsten Freitag. Und wenn die schlecht ausfallen, dann wäre dann vielleicht doch wieder eine Zinssenkung auf dem Tisch. Am 12. Juni, die Märkte haben das, oder die Fed Fund Futures haben das ja praktisch ausgepreist, glaube ich nicht, dann wird man sagen seitens der Fed, naja, selbst wenn die Daten ja schlecht ausfallen, das reicht uns nicht, die Inflation ist zu hoch, der Arbeitsmarkt, die letzten Monate waren zu stark, aber wir werden sehen, jedenfalls heute die frische Version des Atlanta Fed GDP Trackers, also der Realtime-Erwartung, wie jetzt eigentlich das zweite Quartal derzeit läuft. Jetzt ist man runtergekommen von 4% vor zwei Wochen auf dann 3,5%. Jetzt liegt man nur noch bei 2,7%. Also es geht hier deutlich nach unten. Und das ist ein Stück weit auch reflektiert worden durch die Marktbreite. Warum also viele Aktien, die, sage ich mal, eher am Boden der Wirtschaft, Unternehmen, die am Boden der Wirtschaft eben tätig sind und nicht in diesem KI-Euphorie-Universum sich befinden, warum die Marktbreite so schwach ist, wie Bank of America zeigt, wie seit der Finanzkrise nicht mehr, und diese ja schon ein, zwei, drei Tage her, meine Damen und Herren. Und das könnte jetzt bedeuten, dass natürlich viele Investoren komplett in diesen Tech-Bereich investiert sind, aber dagegen in diesem Value-Bereich, also in eher konservativen, weniger so spektakulär wachsenden Segmenten eben unterinvestiert sind. Und die kommen vielleicht dann unter Druck, wenn sie solche Tage wie heute sehen, wo wir sehen, gar nicht so schlechte Marktbreite heute, aber Tech ist vor allem negativ. Today is Dump Tech and Buy Everything Else Day, wie Sven Henrik hier sagt. Wir sehen eine Nvidia im Minus, eine Amazon im Minus, eine Microsoft, die gestern schon über 3% verloren hat. Auch Meta ist im Minus, nur die Apple war zum Zeitpunkt, wo ich das hier reingedinkt habe, noch im Plus. Und bleibt Bloomberg, heißt es nun, der Markt realisiert, dass vielleicht nicht alles irgendwie steil wie eine Rakete geht in Sachen KI. Und diese Rakete ist natürlich befeuert worden, auch durch maßlose Spekulation in gehebelten ETFs, in Optionen. All das hat eine Mechanik geschaffen. Wenn wir allerdings mal anschauen, nur den Tech-Sektor jetzt, dann sehen wir, dass der Equal-Weight-Tech-Sektor, also wo alle Aktien Gleichgewicht sind aus dem Tech-Sektor, lediglich 1,34% im Plus ist. Und deswegen man sagen kann, naja, das ist jetzt nicht eine breit gefächerte Rallye, die hier stattgefunden hat, sondern es ist die Rallye der wenigen. Und wie wenige das sind, über 50% der Gewinne im S&P 500 kommen durch vier Aktien. Das bedeutet, dass die anderen 496 Aktien im S&P 500 nur 4% gemacht haben, obwohl der S&P 500 9,26% im Plus ist seit diesem Jahr, der Dow Jones nur noch knapp über 1% im Plus und der IWM, das ist Russell, 1,87% im Plus. Dagegen der Equal Weight Index, also der S&P 500 gleichgewichtet, ist jetzt sogar im Minus dieses Jahr. Also wir sehen, was für ein fantastischer Bullenmarkt das ist. Nein, ist es nicht. Es ist sozusagen ein Euphorie-Exzess in wenigen Aktien wegen KI gewesen. Also die totale Duselei, wollt ihr die totale Duselei in Sachen KI? Und man hat sie bekommen. Das zeigt auch Liz Saunders, die sagt, der Nasdaq hatte schon hatte noch keinen Drawdown von 9% in diesem Jahr durchschnittlich. Aber die durchschnittliche Aktie hat einen Drawdown, also einen Rückgang, einen Kursverlust von 35%. Also wir haben einen komplett divergierenden Markt, wenn man so will, selbst innerhalb von Tech-Aktien. Das finde ich interessant. Nvidia stützte dieses Gebäude noch ein bisschen.
Aber jetzt könnte eben das der große Schmerzenstrade werden, was sehr heiß gelaufen ist, könnte sich dann ein bisschen abkühlen. Sehen wir hier mal den Semiconductor und Semiconductor Equipment Industry Index oder die Aktien in diesem Sektor, dann sind die allein in diesem Monat 16,6% gestiegen. Also KI, ne? Klar, brauchst du Halbleiter und Halbleiterausrüstung, bla bla. Bester Monat seit Mai 23. Und so ein bisschen konsistent mit dem, was wir in den späten 1990er und Anfang der 2000er Jahre gesehen haben. Und ja, was war da? Da war Dotcom-Bubble. Jetzt haben wir KI-Bubble. Und diese KI-Bubble, wie gesagt, ist ein bisschen was angeschossen, nachdem gestern ein Analyst beim Earnings Call, nämlich Tony Sakonagi, gesagt hat, pass mal auf, ja, ich rechne das jetzt einmal nach, was ihr mir da erzählt, bei dieser Analystenkonferenz eben von Dell. Eigentlich verdient ihr ja sozusagen mit KI-Servern gar nicht wirklich Geld. Und dann sagte eben der CEO, ja, kann sein. Und das führt dazu, dass die Dell-Aktie heute mal eben, die ja so unfassbar gut gelaufen ist, sogar besser gelaufen ist als Nvidia, also Nvidia, 22% im Minus ist, sodass gestern eben Software in Relation zum Nasdaq der schlechteste Handelstag in 10 Jahren war und wir all of a sudden gestern gesehen haben, dass die Put-Call-Ratio gestern sich in Richtung Puts verschoben hat. Da haben sich also viele begonnen gestern abzusichern. Bums, ging nach oben und das war vielleicht gar keine so schlechte Idee und meine Damen und Herren, es wird mir oft vorgeworfen, dass ich nur bärische Charts zeige, was überhaupt nicht stimmt. Ich zeige auch ultrabärische Charts. Hier sehen wir also mal einen bullischen Chart, meine Damen und Herren. 75% Wahrscheinlichkeit, dass es im Juni, zwischen Juni und August an der Wall Street nach oben geht in einem Wahljahr. Nicht wahr? Und zwar um 7,3%. Und ja, die Saisonalität ist allerdings ein Rätsel in diesem Jahr. Wir hatten ja eigentlich in der ersten Maihälfte eine ganz, oder ist normalerweise in einem Wahljahr die schlechteste Saisonalität oder mit die schlechteste. Und es ging deutlich nach oben wegen KI und so. Und jetzt schauen wir uns mal an. Der Markt testet jetzt das erste Mal wieder den 20-Tages-Durchschnitt seit dem April-Tief. Der Markt ist übergeordnet, jetzt noch nicht über verkauft. Wir haben noch keinen. Wir haben ein MACD Sell Signal getriggert, hatte ich heute Morgen schon angesprochen und vielleicht laufen wir jetzt zurück zum 100-Tages-Durchschnitt. Das wäre so um und bei aktuell bei 5050 so um und bei in dem Dreh. Da wäre also noch ein bisschen was Luft, wenn es denn so käme. Aber hier nochmal der nächste ultrabärische Chart, meine Damen und Herren. Wir werden wahrscheinlich keine großen Rücksetzer sehen, sagt hier Lance Roberts, weil wir eben jetzt diese massiven Buybacks haben. Aber dieses Buyback-Fenster, also den Rückkauf eigener Aktien durch US-Unternehmen, das endet am 14. Juni, respektive dann werden es immer weniger, weil dann eben sozusagen die Geschichte regulatorisch nicht mehr möglich ist. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 mit dieser roten Kerze. Unterstützungsniveau haben wir schon verletzt jetzt. Das ist ein Niveau, das wir immer wieder in den letzten Wochen haben verteidigen können, bevor dann der Ausbruch gekommen ist. Und hier sehen wir, ja, wir sind im kurzen Zeitfenster auf 60 Minuten überverkauft, im unteren Chart. Möglicherweise haben wir jetzt so eine fallende Wedge, die wir nach unten austesten. Im Wochenchart dürften wir eine Hanging Man-Kerze sehen, je nachdem, wie die ganze Geschichte jetzt noch rausläuft. Kommen wir noch kurz, meine Damen und Herren, zur Inflation in die Eurozone. Da haben wir heute Daten gehabt, die waren höher als erwartet. 2,9% statt 2,7%. Sven Hendrik sagt, gut, dass ihr jetzt dann die Zinsen senkt. Das wird ja wohl nächsten Donnerstag passieren. Also die EZB hatte ein großartiges Timing. Ich möchte Ihnen noch drei Artikel empfehlen, bevor ich Sie ins verdiente, wohlverdiente Wochenende lasse. Es gibt eine neue Studie der Fed, nämlich der Cleveland Fed, die sagt, die Inflation dürfte erst in 3 Jahren bei 2% wieder sein. Das würde dann bedeuten, dass die Zinsen ziemlich lange hoch bleiben müssten und das wäre natürlich vielleicht jetzt nicht so schick für die Märkte. Wir werden sehen, ob diese Prognose hinkommt oder diese Analyse hinkommt. Warum das so ist, warum die Inflation nicht fällt, lesen Sie also in diesem Artikel, den Sie gerne teilen möchten, meine Damen und Herren. Interessant auch die verlorene Generation Z in China. Wir haben ja eine extrem hohe Arbeitslosigkeit in China und das macht
macht Xi Jinping und Peking schon richtig nervös, denn da steht einiges auf dem Spiel. Die Jugend wird unruhig langsam, wenn sie sozusagen hier ihre Zukunft nicht mehr gestalten kann. Hochinteressanter Artikel auch dieser. Zweite Empfehlung, die letzte Empfehlung. Warum die Amerikaner einen ewigen Handelskrieg mit China riskieren, das ist ja sozusagen etwas, was derzeit eigentlich auch ein Riesenproblem, finde ich, ist für die Weltwirtschaft und faktisch von den Aktienmärkten kaum bepreist. Das ist diese Entkoppelung, dieses Decoupling zwischen dem Westen und eben Ländern wie China. Also drei Empfehlungen. Jetzt empfehle ich ein schönes Wochenende. Servus, ciao.